Aha. Ja, moin. Oh boy, da sind wir. Will ich das wirklich tun hier? Pain. Ja, wir werden sehen. So. Alles in Müll. Paar Sachen gefunden. So, wie geht's? Wie steht's? Moin, 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 moin. Alles gut? MT44. Wo ist jetzt meine hier? Ah, habe ich schon equipped, okay. Das kommt alles in Müll. Eben wechselt ihr nicht, ich hatte gerade noch einen Run gemacht. Muss aber Trimax noch ein bisschen gucken. Diese vollkommen Verrückten bauen irgendwie was im Forest. Next-Gen-Shit, wirklich. Oh, gar nichts wert, der Key. Okay, hätte ich auch nicht mitnehmen brauchen. Müll, 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 Müll. Tick, tick, tock. So, nachfüllen. Mein Licht spackt rum. Oh, warte mal. Oh ja. Ich weiß, glaube ich, woran es liegt. Und zwar so. Ist immer noch. Junge, was ist denn das? Hä, ich habe das aber auf meinem. Ist nur im Stream irgendwie. Aber es war ganz einfach. Aber guter Hinweis, Tito und Moin. Vielen Dank. Endlich, ja. Mal was Konstruktives. Wie geht's dir? Alles fett oder was? Peter ist heute nicht da. Ah, Montag ist rum. Ich bin dumm, ich werde dumm. Darfst du überhaupt alleine zocken? Weiß nicht, ich mach's einfach mal heimlich. Nicht, dass der Peter mir die Tastatur irgendwann wegnimmt. So geht's jetzt. Mal gucken. Habe ich das gestern bestimmt auch den ganzen Tag? Fuck. So. Das haben wir. Das rüber, das rüber, das rüber, das. Arzt genug. Den noch eben austauschen. Ich kriege immer gleich Heavy Bleed 10-mal. Trinken, Essen befüllt. Das Zeug habe ich vorhin gelootet. Wir reparieren das Ganze nochmal. Razer-Kopfhörer. Kann ich eigentlich gar nicht mit um. Geht, ne? Sehr schön. Gut, eben noch verticken den ganzen Schmutz. Mucke ein bisschen leiser. So. Ja, ich gehe nachher noch ein bisschen Hogwarts spielen. Ich mache jetzt noch ein paar Tarkov-Runden und Quests vielleicht sogar. Weil Peter, der ist ja nie zu gebrauchen für. Scheiß inaktiver Boy. Der hat eh mehr oder weniger Tarkov gequittet gestern. Wir wurden einfach zu oft weggehackt jetzt. Ja. Das ist echt übel geworden, muss ich sagen, in Tarkov. Also frustrierend. Aber sie haben wohl am Wochenende jetzt richtig viele weggebannt.
Ich habe auch das Gefühl, entweder sind die Leute jetzt alle scheiße oder auf meinem Level. Ich habe richtig geile Gunfights gehabt vorhin. Bin ganz gespannt. Wir gehen rein. Ja, muss man mal gucken. Ich muss mal eben kurz gucken, ob ich das Lied mal eben. Made, DubFX. Das gibt's auch nochmal. Made, DubFX. Auf YouTube. Was ist das? Wenn ich das mir jetzt gleich. I press a button on the floor and it loops my voice over and over again. I press a button on the floor and it loops my voice over. Das ist so krank. Warte mal eben. Das hier. Ich will mich nicht anmelden, bitte. Hör auf. Will ich nicht. Okay, so I'm gonna make a tune from the beginning. I'll start with a beat, like a beatbox type thing. Beatbox type thing. Like this. 480p ist ein richtig altes Video. Den Typen finde ich krass. Aber warum ist mein Rechner so scheiße momentan? Unfassbar, wenn ich doch nur eine Sache könnte, ja? Jetzt sitzt da Straßenmusiker und macht irgendwie einen ganzen, also Straßenmusiker in Anführungsstrichen. Geil. Fühle ich komplett den Boy. I'll quickly explain what I just did. First I made the beat. Then I made the harmonies and a chick-chick sound. Over the top on number two. Then I made the bass line. Now the bass line is me singing through the microphone. It goes through the effects pedal and gets manipulated to sound like a bass like this. You put it together, it sounds like this. Okay. Okay. I wrote this song, by the way, back in Australia a few years ago. I'd been working in loads of different crappy jobs and I wanted to sort of do music with my life and I didn't know how to do it. And I wrote a song about it like this, so sort of start. I got my eyes open wide to the ceiling. I'm lying on my back in the center of a room. I've got a voice giving me a funny feeling. It's telling me the world's gonna end real soon. I've gotta get a job, otherwise I'm unappealing. Do my little dance for the man and consume. So I let my energy build for the healing. So I can rain down with my supersonic boom. I'm ah, geiler Shit. Down, but I fall on my way to the top. All clouded and the pressure won't rise. On a mission to the sky with the stars in my eyes. If the weather won't come. Okay, wir gehen rein. Ruhe. Ruhe, Mucke, wir gehen rein. Machen wir erst nochmal einen Banger-Run. Einfach mal rein da, in die Olga. Wir gehen rein. Das sieht nach einer Info aus. Also ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber Safe Call, die Buns haben geholfen, also. Erstmal ab nach oben.
Gonna take my time. Wondering why. Oh, gib mir eine Info. Ich habe nämlich die Skeff-Kiste jetzt auch. Keine Info hier, sad. Sad. Nix. Okay, dann nehmen wir ein bisschen Arztzeug mit. Welches Arztzeug? Boah. Gibt's das? Oh, da haben wir's. CMS haben wir. Bisschen Ibos. Ibos nehmen wir mit. Kann man direkt mal welche reinknallen, beziehungsweise Vaseline, denn hier wird gleich schon was kommen, denke ich. Oh, schnell wieder raus hier, ab ins L. Panzer hinten wird schon geballert, die machen die Skeffs weg vermutlich. Könnte ich gleich abmelden, den Boy. Oh, was war das? Ne, komm. Skeffen wir uns rum auf der Construction. Dann gehe ich da jetzt hin. Und mach den. Sniper-Skiff oben getriggert. Wenn auch Moven da oben. Hat gut gefressen. Schön auf die Beine habe ich geschossen, aber es dauert halt trotzdem noch 10 Jahre. Aber auch an dem hat man schon wieder gemerkt, das sind alles so... Ich schieße ihm... Ein Buckshot wurde auch genervt, safe. Holz den Leuten allen die Beine weg, aber dauert halt trotzdem. Oh, mal eben schnell hier durchlooten. Schicke AK. Schnell die Muni rausklauen, hier richtig risky Loot. Zumindest schicker als alles, was ich mir baue. Da jetzt wirklich nur PS geladen, dann tilte ich hier jetzt gleich weg. Ja, tatsächlich nur PS geladen. Ist ihm egal.
Alter, der hat eine richtig fette Wumme. Aber wo ist der? Hört er sich ein bisschen nach oben drauf an, aber... Da springt er. Niemand ist hier gesprungen. Da. Ich höre doch die ganze Zeit irgendwas. Bin ich verrückt? Ich werde verrückt, oder? Was los? Humpelst du etwa, mein Freund? Nicht ausrutschen. Oh boy. Hops genommen, die Jungs. Ohne Peter läuft, ne? Ohne Peter läuft bei mir. Ohne Peter läuft irgendwie ganz gut. Wenn der noch ein Kumpel? Hatte vor allem halt wieder 10 Granaten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er nicht primär Bock auf mich hatte. Das ist auch ein Spieler, ne? Das ist ein Scav. Weiß nicht, wie safe ich den looten kann. Ich gehe jetzt einfach mal greedy ran da. Wird übel. Oh je. Level 27. Siehst du, was ich jetzt auf einmal für Leute weghau? Das ist doch... Irgendwas ist doch nicht richtig. Scheiß mal auf meine Shotgun. Nehmen wir einfach mal deren Zeug. Was auch immer das hier ist. Noch 2 Granaten gehabt. Jetzt müssen wir aber mal eben ein bisschen aussieben. Die würde ich gerne mitnehmen. Ja, er hat richtig auch schon reingelootet. Ich denke, der kam von drüben. Das Ding ist halt auch geil. Okay. Das Headset mag ich nicht. Ich ziehe das an. Nimm das noch mit. Okay. Gut, gut. Was ist das? Einzelschuss nur? Wir haben dieselbe Muni, die beiden. Er hat wahrscheinlich BT. Gucken, BT. Ja, dann packe ich die hier rein, die beiden. Zack. Hat er viel bessere Muni dabei. Peter bremst sich beim Zocken, ist so. Ja. Ja, dachte ich immer, er wäre der Shooter-Pro, ne? Aber dem scheint nicht so. Okay, den haben wir schon gelootet. Den muss ich noch looten. Erstmal setze ich mich mal eben kurz hier so rein. Muss man kurz was machen. Das ist beim Quick Path irgendwo. Er hat erstmal 4er an.
Deswegen stirbt er auch nicht. Aber so viel Blut hat kein normaler Mensch. Alter. Hat komplett die Viere. Nimm doch hier seine mit. Aber mich nicht trocken lassen, schon traurig. Ja, das müsst ihr mal klären. Dann können wir alle wieder zusammen zocken eines Tages. Das wäre ja was Schönes, oder? Hätte ich Bock zu. Ich würde schon gerne das Zeug rausbringen, das ist ganz gut. Ich habe nämlich echt wenig Taler, aber ich habe die Bitcoin-Farm gebaut und habe da jetzt 10 Grafikkarten reingepackt. Jetzt meine ganze Kohle erstmal weg. Daher 2 Spieler gemacht, das wäre doch auch mal schön, mal wieder was rauszutragen. Liegt auf jeden Fall recht schnell an, die Waffe. Und BT ist keine schlechte Muni. Oh, ne. Jetzt wird's laut hier. Liga wieder. Ist gut, dass die Leute da jetzt alle hingasen. Kann ich den Shit schön raustragen, hoffentlich. Den Skeff jetzt nicht getötet. Das ist wild, wie scheiße die Leute alle auf einmal sind. Es werden irgendwie 4000 Leute am Wochenende gebannt und es fühlt sich so free an alles. Ich meine, ich werde jetzt gleich einen One-Click kriegen, weil ich wahrscheinlich hier scheiße sitze. Der mich gehört hat? Wahrscheinlich, ne? Na komm schon, Bro. Er will die auf Range machen. Ja, da habe ich doch safe gehört, oder? Ah.
Was ist das hier für ein Scheißfight? Immer noch hier vorne irgendwo ein. Da hinten läuft er. Hat er mich gesehen? Er hat mich safe gesehen wieder, oder? Jetzt hat er ihn. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte noch hier einen Close gehabt. Bin ich mir auch immer noch sicher, dass der da ist. Konnte ich nicht mehr sehen. Fange ich mir jetzt einen ein, wenn ich loote? Wahrscheinlich, ne? Egal, ich gehe ran. Level 5. Ein Pieseboy. Gott, die hatten ja gar nichts. War das? Guck mal, wie die alle spielen. Das kann doch nicht sein. Das ist so anders zu sonst. Sie spielen alle wie kopflose Hühner, weil sie alle nicht mehr wissen, was los ist. Das ist so krank. Ich meine, gut, das war jetzt ein Skeff-Spieler, ja, okay, aber auch die haben mich einfach gemacht bis vor kurzem. Lese ich mir gleich durch, Tito. Kleinen Moment. Ich würde gerne mit euch allen zocken, das ist ja auch bekannt. Aber, ja. Wie gesagt, das müsst ihr einfach mal in Ruhe klären. Nicht irgendwie. Aber nicht hier über diese Plattform. Das ist ja was zwischen euch. Ich weiß nicht, was da. Zankereien und was. Ich glaube, da sind die Fronten verhärtet und da muss man einfach mal ein bisschen schnacken. Boah, ich wiege 10 Tonnen, ich muss hier raus. Nee, das war's für mich, ist gut, aus dem Alter bin ich raus. Ach, schade, Mensch. Wir sind doch hier zum Gamen.
Ist da vor mir noch was? Ein bisschen Luft holen. Ich habe echt viel Zeug, ne? Auch viel Affenscheiße natürlich. Ein bisschen BT-Muni würde ich mit rausnehmen. Alter. Der Löwe wiegt anscheinend schon so viel, wa? Andere nehmen das zu ernst, ja. Sie nicht, ja. Ja, ist ja okay. Vielleicht kommt irgendwann ein Armer. Da sind wir alle wieder drin. Mit Tarkov ist die Situation festgefahren, was soll ich sagen? Aber danke, dass du trotzdem den Stream weiter anhast. Das ist sehr nett. Das macht Peter nämlich auch nicht. Upsi. Huch. Wo auch immer er ist gerade, ne? Manager. Naja. Nee, für so Ärgerkram habe ich auch keine Zeit. Deswegen halte ich mich da auch schön raus. Ist alles nervig genug. Arbeit und dies und jenes. So, ich gehe nach der... Oh, nochmal BT. Geil. Ich gehe nach der Runde dann mal eben kurz pissen und einen Hund rauslassen. Bin dann so in 5 Minuten wieder da. Bis gleich. Lass ein bisschen Mucke an. Ich muss hier noch irgendwie eine Einblendung haben. Kurz AFK oder so. Ja, easy Runde. Ordentlich was weggeknallt. Auf einmal sind das keine Jedi-Ritter mehr. Ist irgendwie komisch. Gut. Zuck, 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 zuck. So, verwirrt da.
So. Merch, ne? Mhm. Ups. Wir arbeiten dran, ne? Kauf mein Merch, ey. 2050 Schaden, 800 auf Armor. Oh Mann. So, ich würde sagen, ein, zwei Runden drehe ich noch. Und dann würde ich gerne Hogwarts weiterspielen, weil das muss auch mal durchgespielt. Ich muss Spiele durchspielen, Junge. Ich kann nicht mehr. Ich werde gebrochen. Your best love. So, gute Muni hier. Die nehmen wir mit. PS, naja. Nicht unbedingt. Die Flashbangs wollte ich verkaufen. Die ist gut, die ziehe ich irgendwann mal an. Oh, so viel Zeug. Geilo. Oh, im Fix wegsortieren den ganzen Scheiß. Oh, weißt du was? Die beiden verticke ich jetzt. Die beiden verticke ich jetzt. Und dann wird hier noch ein bisschen reingedaddelt heute Abend. Oh. Den Montag ein bisschen ausklingen lassen. Ich bin so am Ass. Ticke ich die beiden? Ich vertick das alles. Was die mir gebracht haben, mag ich alles nicht. Mag ich alles nicht. Ich will Magnum spielen. Geiler Shit dabei, ne? Ach, BP ist sogar dabei. Okay. Die verticke ich jetzt auch. Spiele ich eh nicht. Das gibt Kohle. Nehme ich. So, ich wollte mich noch einen Ticken lauter machen. Aber nur im Stream hier. Ausgabeverstärkung. Machen wir mal so. Ich habe gesehen, im VOD ist das ein ganz bisschen leise. Okay. Was ist das Ding? Das ist was wert. Oh. Wird auch vertickt. So. Ja, also ich habe das Gefühl, die Bands haben was gebracht. Wenn einmal spielt es natürlich Nikita in die Karten, ne? Die Leute müssen sich jetzt neue Accounts holen, werden dann wieder hacken. Was gut für die Entwicklung des Spiels ist. Die ganze Kohle sollen sie mal in den Anti-Sheet packen. Diese Hunde. So, ich habe noch keine Shotgun. Ich ziehe mir die rein. Und baue da noch eben Ding drauf. Gut. Haben wir alles. Und die E-Bus haben wir auch rausgetragen. Geil. Nachfüllen. Und noch ein Stack. Zum Mitnehmen. Ich habe so viel Trash hier liegen. Das muss ich irgendwann mal sortieren. Aber noch keinen Bock gehabt. Einfach noch keinen Bock gehabt.
So, habe ich alles. Das, das, das. Mission A-Zeug. Genau. Quest wollte ich noch gucken. Im Hideout muss ich noch eben gucken. To listen. So, hier blinkt schon alles. Guck mal, geil. Endlich noch ein bisschen Muni. Machen wir noch mal ein bisschen Assemblée raus. Zack, das läuft. Oh, den habe ich mal gemacht. Okay. Kostet die 16.000. Crafte ich das jetzt einfach mal hier. Hauptsache, das Ding läuft hier unten. Das, 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 das. Hier dreht sich's, da dreht sich's. Da unten kann ich hier noch was machen. Ach, der Buschi, hallo! Peter ist nicht da. Inaktive Drecksau. Trinken. Müsst du heute mal mit mir Vorlieben nehmen, ne? Besser so, ne? Ist so. So, pst, aber pst, aber pst. Eben noch was zu trinken holen. Buschi, was sagst du momentan? Gut, wir gehen rein. Ich werde jetzt noch ein, zwei Runden Tarkov drehen und dann gehe ich in Hogwarts wieder rein. Wird wieder Lingardium Leviosat. Lingardium Leviosa. Vorrangig, wie wenig? Wir sind schon wieder am Sporten, oder was? Scheiß Schwitzer. Jetzt wollte ich mir diesen Typen noch eben weiter reinziehen hier. Der macht einen geilen Scheiß. Das macht er alles da auf der Straße, Junge. Viel zu tun, arbeitsmäßig, oder was? Da musst du aber... Ich mag ja Dubstep und Drum and Bass und so. Das scheint so ein Mix zu sein. Der macht das irgendwie alles selber. Sachen und so erzähle ich dir mal bei Gelegenheit. Gerne, gerne, gerne. Wie er da mit den Füßen rumdrückt. Sag mal, wie kann man das denn noch koordinieren? Ganz geil. Ganz geil. Ja, der hat's drauf. Aber der hatte noch irgendwie ganz andere geile. Irgendwie so ein. Das ist es, glaube ich. Das ist es, glaube ich. Ja. Da hat er nämlich mehrere Lieder. Mal gucken. Was ist das hier? Oh, voll bitte Scheiße. Der Typ ist krass, finde ich. Ist irgendwo in Holland, glaube ich, ne? Belgien. Da weißt du, was los ist bei all den Leuten hier. Geht los. Guck ich gleich mal weiter. Do you hear me? It's in my head. Also, siehste? Ich glaube, ich könnte es auch. Geht los, jetzt Ruhe. Sind ordentlich Leute weggebannt worden. 4000 allein am Sonntag. 4000 Spieler irgendwie. Da kannst du mal sehen, wie verseucht dieses Game ist, ey. Oh, und seitdem rennen hier nur noch alle irgendwie kopflose Hühner rum und ich töte auch mal was. Richtig geil.
Nee, musst einfach mal wieder ins Discord kommen. Ich glaube, du hast doch Zugang, oder nicht? Eines Tages. Do you hear music? Der Peter ist auf einer sehr schlauen Fortbildung irgendwo. Bis Mittwoch. Arbeit, Arbeit. Wow, ich gehe jetzt Info checken. Mich da vor dem Busch erschrocken, ey. Immer schön fürs Geld gehen, ey. Alles ist weg. Nee. Hm, das ist Gülle. Nee, gönn nicht. Das Spiel gönnt nicht. Dann hol ich mir schon mal hier ein bisschen Balsam auf die... auf die Schnauze. Und check noch die Arztsachen. Dann heißt es raus hier, ehrlich. So, mein OP-Kit, ganz geil. Ach komm. Ja, er ist auf jeden Fall nicht zu Hause. Er ist auf jeden Fall nicht zu Hause, hat er gesagt. Und er kommt auch nicht on. Und irgendwie bis Freitag hat er dann noch andere Sachen. Nachmittags, und er spielt ja auch jetzt Tischtennis. Weißt du, er ist so ein richtiges Arschloch geworden. So ein richtiges RL-Arschloch geworden. Sport und allem. Kann ich nicht ab, ganz ehrlich. Opportunistisches Schwein. Ja, jetzt muss ich mal ein paar Schüsse hören, bevor ich jetzt irgendwie wieder weitergehe. Jetzt aber nochmal Richtung Construction. Ja, Tischtennis, Sport halt, ne? Sport. Sagen wir mal so, immer so, ne? Ja, ist jetzt im Tischtennis. Dienstags und Freitags wird er schön trainiert. Kann er ja morgen leider nicht hin, weil er ist ja... Oh, da war was. Braucht halt auch nur 10.000 Schüsse für ihn. Das ist ganz fein. Da habe ich ein bisschen Angst, wenn ich den jetzt loote. Ich werde den kurz an. Schieß auf mich, bitte nicht. Da was gehört in der Ecke? Ich gehe da auf jeden Fall mal hin. Egal, ob da jemand drin ist. Ja, ist gut da oben. Bleib ruhig. Wie viel Arztzeug ich schon wieder gelootet habe. Ja, nee, er will. Gaming ist nicht mehr so meins, so seins. Er hat, wie gesagt, Tarkov hat er eh gequittet, ne? Er war ja so mad, also vorerst gequittet. Dann habe ich gedacht, so, komm, dann spiele ich ab jetzt mal richtig und schieße alles weg. Man kennt's. Der schießt immer noch von oben auf mich, sag mal. Ah, jetzt muss ich hier raus. Ja, er schießt euch durch 10 Büsche auf mich, ja, ist klar. Ja, yeah, Bro. Ist okay. Ja. Oh, es pfeift aber. Ich verpiss mich jetzt hier. Ist mir ja alles zu heiß. Kannst du mich bitte mal in Ruhe lassen? Ey, Junge. Sons of the Forest. Wir haben es zusammengespielt, aber irgendwie nur so 2 Tage. Mal übers Wochenende jetzt. Ist ganz gut. Geile Grafik. Geiles Gameplay auch, tatsächlich. Aber ist noch sehr verbuggt und... das Bausystem ist noch nicht fertig. Sie haben es ja extra als Early Access Titel jetzt released. War ich hier schon? Ich glaube, ich war hier schon, ne? Und, ja. Jetzt heißt es mal warten, bis sie das patchen. Weil es ist noch ganz schön kacke. Also keine Kaufempfehlung von mir. Wenn du es eh hast, gut, aber... ich glaube, ich fuck die jetzt von hinten mal ab.
schießt schon wieder auf mich. Ich bin so durch mit dem da oben. Was haben wir hier? AP-Muni, die ist scheiße. Da könnt ihr schon wieder auf mich schießen. Da war was. Chimichepka. Chimichepka. Mal Junker-Schokolade. Das ist wirklich sehr nett von euch, Jungs, dass ihr, ne, im Vergleich zu meinem Manager zumindest den Stream anhabt. Vielen, vielen Dank. Gerne damit weitermachen. Ich freue mich. Ihr wisst, ne? Ihr wisst, dass mir das sehr viel bedeutet. Dann kann ich sagen, guck mal, 3 Viewer oder 2 oder was auch immer. Ja, komm, das wird. Das wird, Thorsten. Das wird. Du bist ein guter Streamer. Du bist ein perfekter Spieler und ein guter Streamer. Hm. Und irgendwann steht da die 4 und dann sagen wir uns, so, wer ist das denn? Könnte der vierte vielleicht Peter sein, der ausnahmsweise mal den Stream wieder anhat, ganz seltenerweise? Oder ist es vielleicht doch irgendein Random, der hier mal vorbeiguckt? Wie auch immer man sich hierher verirren kann bei diesem Drecks-Gameplay. Ist so. Gut. Da will jemand seinen Mod-Titel behalten anscheinend. Egal. Egal. Behältst du. Mit dieser Grundeinstellung behältst du das. Und es ist super für mich. So, wo kann ich jetzt hingehen und noch was töten? Ich glaube, ich muss wirklich ohne Peter mal ein bisschen questen auch. Ich muss ohne Peter mal ein bisschen questen. Ohne Peter mal ein bisschen questen in Tarkov, ey. Weiß nicht, ob ich da das Durchhaltevermögen für habe. Selbst mit Peter war es eine ganz üble Erfahrung. Aber sind solche Spiele ja eigentlich so richtig geil, ne? Hand und... Und Tarkov, so dieses Spielsystem irgendwo rein und... Ja, aber was soll ich sagen? Hier ist irgendwie der Server tot. Hier schießt doch keiner. Was ist denn das schon wieder? Dorms, die Türen sind auch noch zu oben. Hm. Habe ich irgendwie Zeug? Ein bisschen. Ich muss wirklich zusehen, dass ich nebenbei auch Geld mache, ne? Sonst wird das auch nichts mit den Quests. Und meine Tastatur ist im Arsch, ganz offiziell. Hätte ich auch nicht gedacht. Eine Rockhard. Sogar eine recht teure und gute, aber hat jetzt auch nur irgendwie 3 Jahre gehalten. Finde ich ein bisschen schwach für eine Tastatur. Oh, gucken wir mal. Bei der Old Gas noch was finde, vom Timing her könnte das passen. Da habe ich jetzt gar keinen Bock. Da werde ich immer gemacht. Ich kriege auch nicht mehr random von irgendwo Shots, ne? Es sind wirklich irgendwie geile Firefights jetzt, seitdem die Leute gebannt haben. Lass mal sehen, wie viele Leute rumhacken, ey. Das ist ja so widerlich. Ich gerne Refund, wie es ist. Muschi, finde ich aber ein bisschen schade, dass du nicht mehr zockst. Also dich sehe ich ja auch als Gamer. Durch und durch. Was weiß ich, was kommt denn jetzt? Diablo 4, bist du da dabei? Diablo 4? Oh, hallo? Hallo, Diablo 4. Im Sommer. Dann, was haben wir noch auf der Agenda? Sechster Juni. Sommer, ne? Ist übel für dich. Ja, weiß ich wohl. Ganz finster im Sommer.
Wie jetzt im Sommer zocken? Komm, da bin ich auf dem Rad nach hier, Südchile. Fahr hier durch den Atlantik durch und was? Keinerlei Probleme mit Gewichtsweste. Guck mich an. Mit Gewicht. Oh, was ist das denn? Big Stick? Big Stick. Schön, wer Böses denkt. Nee, ich würde mich freuen. Also je mehr wir sind in Diablo, ist ja Open World und gemeinsamer Progress jetzt und ein bisschen anders wird das ja alles. Würde ich feiern. Das wird auch gestreamt. Jetzt hier. Guck mal, das werfe ich weg. Neu ausgetauscht. Geil. Hier rennt was. So, der Skiffon gerade. Der ist schon mal dood. Bleib ruhig. The fuck, ich komm nicht rüber. Du kannst ja überlegen. War da hinten noch was? Da was gehört? Ne. Große Brücke sehe ich jetzt auch nichts. Ich kann hier theoretisch schon raus, ne? Will ich das? Oder bin ich greedy? Sag mal, was habe ich denn so dabei? Scheiß drauf, wir gehen weiter. Was ist das denn hier? Salami-Wurst. Die lassen hier einfach eine Wurst liegen. Oh, hier ist Blut, hier war auch schon Action. Ne, Diablo kommt, das neue Final Fantasy kommt. Ich muss noch Hogwarts spielen. Ich wollte den Spider-Man noch spielen. Also es ist... Streaming-Karriere muss reinkicken, weil Arbeit, das ist nicht meins. Das ist nicht meins, muss ich so sagen. Streaming, okay, ja. Es ist ja auch eine Arbeit, ja. Aber die normale Arbeit, das ist Pain. Das möchte ich ungern weitermachen. Es gibt halt so Menschen, ne? Die haben da nicht die Gene für... Ich sag mal, wäre das ja, wenn wir jetzt irgendwie so 1000 Jahre in der Vergangenheit, wäre ich jetzt König, ne? Also es gibt ja so Menschen, die sind zum König gemacht und ihr wärt vielleicht, ja, meine Diener oder sowas. Oder wie soll ich sagen, so Arbeiter in meinem Volk. Ja. Muss klar sein. Ich hoffe, das ist klar geworden. Der Sniper-Skiff da oben ist er noch. Gehe ich beim Bunker raus? Arbeit Free Gaming Hui, ja. Yeah. Fühle ich diese Einstellung. Ich wünschte, du hättest sie deinem besten Freund Peter auch mal mit auf den Weg gegeben. Weil der lässt nach. Gaming ist was Geiles, das verbindet. Oh, was ist das denn für Muni, die ich noch nicht kenne? Oh. Über mir. Über mir ist jemand. Ich muss raus. Okay, nur ein Skiff, egal. Ja, Gaming Hui. Geil. Ja, aber Hand hat mich nicht so abgeholt. Genauso wie wenig, genauso wenig wie dich, Tarkov, ne? Ist nun mal so. Aber Tarkov ist auch wirklich kein Game. Ich glaube, finde, man kann viel schneller in Hand rein als andersrum, ne? Ist meine Stimme eigentlich lauter als das Video bei dir, Bushi? Also der Sound, die Musik? Gut. Viel lauter? Okay, gut. Sehr schön. So, mach ich mal im Inventar sauber. Ah, der Typ ist krass. Sehr gut.
Na. So, Trinken im Weg sortieren. So. Dann geht das gleich noch eine Runde rein. Dann ist 10 Uhr ungefähr und dann gehe ich noch ein bisschen in Hogwarts rein, ja. Viel Arzt kommen auf jeden Fall. Eine Glock noch. Gibt's denn für eine Scope? Ah, kann ich auch so verticken. Hogwarts streamst aber nicht mehr? Doch. Ich mach so bis 11, dann noch eine Stunde oder so. Bei mir ist es so, wenn ich game, das wird ab heute nur noch gestreamt, das ist absoluter Hype bei mir. Wie Big Brother, ich verbringe mein Gaming-Leben nur noch hier auf Twitch. Es wird abartig werden. Music. Hast du das auch schon gezockt? Oder, nee, das Universum war nichts, ist nichts für dich, ne? Irgendwie sowas. Oder du kannst nicht lesen, ne? Deswegen hast du dir die Bücher nicht geholt, ne? So irgendwie. Ich erinnere mich. Ja. Ja, das ist schlimm. Genau, du weißt nicht, wie man richtig liest, ne? Gut. Okay, wir gehen nochmal wieder rein. Ne, trinken und essen noch. Vielleicht relativ unspektakuläre Runde, ist nun mal so. Erbsen nehmen wir noch mit rein. Ja, haben wir genug. Okay, aber irgendein Track war noch so geil. Ah, der hat hier die Liste. Bin ich mega Fan, hab die Filme alle gesehen, aber Joa, wenig Zeit. Ja, diese ganzen Open-World-Games, ja. Ich weiß nicht, wie man das alles schaffen soll. Ich hab Witcher noch nicht durch. Ich hab mir alle Spider-Man-Teile geholt für die PS, für die Playse. Auch diese Open-World-Dinger, wo du da von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer springen kannst. Jetzt Hogwarts ist... Zelda kommt bald das neue. Und jedes Game dauert locker, wenn du da 100% machen willst, 100 Stunden, 200 Stunden. Es ist... geht nicht. Ja. Und auch so große Games halt, ne? Gingerbread Man. War das Gingerbread Man? Mit seiner Frau da, oder was? Die ist völlig crazy, genau. Glaub mir, die sind alle bekifft hier. Alle. Ich verliere mich auch immer in Nebenquests und so sammeln. Ist so. Ist bei mir genau dasselbe. Wenn dann 100%. Wenn es dann 1000 Jahre dauert, dann gut. Das ist gefährlich. Dann ist auch gut, dass du kein WoW spielst. Ganz gefährlich. Gingerbread Man. Oh, mein Rechner. Also Tarkov. Seit dem Wipe ist das so kaputt. Geht los. Down. Die sollen arbeiten gehen, die kann doch nicht singen.
Ja, da geht es auch mehr um die Musik, ne? Um die Live-Performance, glaube ich. Ja, also, wie gesagt, wenn das Publikum so benebelt ist, ist das auch egal, ne? Die sollen arbeiten gehen. In Belgien arbeitet keiner. Die kiffen alle nur. Aber das war das Lied auch nicht, was ich meinte. Da gibt es noch einen zweiten Teil von Gingerbread Man. Gingerbread Man. So, love me or not. Aber ist schon krass. Muss ich wirklich love someone? War das das? Nee. Keine Ahnung. Do you hear music? Das war immer der krasseste, wie er da loslegt, Alter. Oh, krass. Ich glaube, die wäscht sich nicht. Roland ist aber auch da. Guck mal, Roland. Geht immer noch nicht los. Was ist denn da los? Ah, er macht schon guten Scheiß. Kann man nicht anders sagen. Ist doch alles Audio-Tune. Das ist live. Also ja, es ist Tune drin, das hört man. Ja, aber... Weiß nicht, wenn du da so live stehst, so. Gerade mit seiner Fußhupe da, mit seinem Gerät. Ja, das macht er ja auch selber. Ich meine, klar ist das Tune, ne? Aber. Da geht's, wie gesagt, glaube ich, nicht um den Gesang, sondern mehr so um den. Was ist denn da jetzt los? Oh, geht los. Da geht's, glaube ich, mehr um die Performance. Um die Show. Okay. So. Letzte Runde. Wir gehen noch ein bisschen in Hogwarts rein. Let's fucking go. Oh, da muss ich noch patchen, glaube ich. Scheiße. Nix fertig. Hobby-Streamer. Diesmal ist es wichtig, dass wir dranbleiben, ja? Also nicht wieder mir ausreden. Oh, Thorsten. Mach doch ein paar Tage Pause. Mach doch... Oh, Thorsten. Wie wär's? Für deine Erfrischung. Mach doch mal wieder ein halbes Jahr Pause und so. Das darf diesmal nicht sein. Da bitte ich euch diesmal auch nicht mehr wieder zuzureden, wie beim letzten Mal. Ja. Diesmal ist es richtig. Ist die letzte Chance. Oh, Alter, was ist das denn? Wie viel Zeug ist denn in dieser Kiste gewesen? Das ist ja ein kompletter Bruch. Diesmal keine Ausreden. So, ich check oben noch eben nach Grafikkarte, weil ich brauche wirklich... Oh, meine Tastatur ist so kaputt. Ah, was ist das? Okay, da ist nix. Die beiden Rechner für die Grafikkarte eben checken. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist auch mein Rechner einfach geht in die Kötten so langsam. Ich weiß es nicht. Ja, sieht gut aus. Nee. So, eben schnell Tasche voll machen ein bisschen. Ich werde nämlich den ganzen Scheiß verkaufen, weil ich brauche nämlich Kohle. Also ich sag mal so viel, wenn die jetzt regelmäßig weiter bannen, ist das geil. Wo ist er? Ich holz ihm komplett in die Beine, es ist ihm egal.
Ja, dann checken wir oben noch eben nach Rolex und nicht mal eine Weste an, ne? Hätte ich immer auf den Oberkörper schießen können. Sah für mich aus wie eine Vierer. Oh, Junge, ich habe so viel Arzt heute gefunden. Ist natürlich geil. Weiß noch nicht, wohin damit. Kette. Silberkette zwar nur, egal. Wir nehmen, was wir kriegen können. Da brauche ich meistens gar nicht gucken. Hier könnte noch manchmal was liegen. Okay, Adler ist auch gut. Ist das Skeff oben? Nö. Gibt's den Ausrufezeichen Discord-Befehl? Ich meine schon, ne? Ach, ich muss Nightbot auch wieder reinschalten hier. Stimmt, gut, guter Call. Ach, Tito, du bist wie eine Beta ist das hier, ne? Ist alles in Entwicklung. So. Aber Tito, was zockst du denn momentan so? Zockst du ja nicht nur Tarkov? Wollte ich dich letztens schon gefragt haben. Was wird bei dir gezockt? Ich muss auch mal wieder meinen Discord reaktivieren. Dann können wir da ein bisschen chillen und ein bisschen schnacken. Ich denke, ich habe hier gleich Kontakt. WoT und WoW. Oh, World of Warship. Genau, ja, ja. Nicht dein Ernst, dass du diese beiden Gülle-Games spielst, oder? Was ist mit dir? Was mit deinem hier Opel Corsa gewonnen? Nee, wie hieß das? Corsaris. Opel Corsaris-Game, na hier, nee. Auto. Corsa, irgendwas. Opel Corsa. Balci Quickin. Chicky Bricky. Balci Quickin. Assetto Corsa, so. Nicht Opel Corsa, sondern Assetto Corsa, ja. Und, was ist damit? Wie läuft's? iRacing, okay. Ja, ich erinnere mich, du hattest dir dieses dicke Equipment geholt, was ich mir niemals in meinem Leben leisten kann. Bonzen. Ich wünschte, ich wäre so reich. Aber meine ganzen Freunde geben mir keine Fake-Views. Willst du bitte sterben? Bin ganz schön zerballert. Kurz hier. Schon entgegenwirken. Oh, der YouTube-Link muss ich auch noch überprüfen. Siehst du, es reißt nicht ab. Weißt du, Stream ist Arbeit. Habe ich das immer gesagt. Kannst dich nicht hier hinsetzen und sagen, oh, komm, daddelst du mal eine Runde. Hat sich der Link geändert? Link geht? Dankeschön. Das ist schon mal geil. Geil. Dann hat er den Link auto. Achso, der behält den Link, obwohl trotz der Namensänderung. Okay. Junge, bleib ruhig. Der ist dead. Sind das Skeffs oder sind das Spieler? Da steht irgendwas, da jiggelt irgendwas. Ich bin so laut hier, ne? Ja, diese ich muss nur noch die Verlinkung machen, dass die VODs auch hoch. Unsere alten EFT-Zockerei angeschaut und? War geil? Da ist so viel Scheiße passiert.
Da ist so viel dumme Scheiße passiert immer, ey. Auch da früher gezockt, ey. Da war ich aber noch Mönch. Dann bist du also der, der mir da immer die Views schenkt. Sehr gut. Treibst die Statistik nach oben. Das bleibt da auch für die Ewigkeit. Das sind geile Momente. Das war ja auch mein Ziel, dass ich so ein bisschen... Ja, dann kann ich irgendwann, wenn ich mal Kinder habe und Enkel und alles, kann ich sagen, ja, guck mal, was Opa früher gemacht hat. Aber geil. Was ein geiler Gamer. Ich würde es feiern, wenn du auch mal streamst wieder, Tito. Hast du deinen Kanal und alles? Alter, irgendwas ist mit meinem Rechner nicht in Ordnung. Oder wiegt der schon wieder so viel? Also es fühlt sich so komisch an, wenn sobald du ein bisschen mehr geladen hast. An Equipment, dann kommt er gar nicht mehr aus dem Arsch. Bleibt auch manchmal einfach random stehen. Okay. Ich bin am Arsch. Geht noch, noch steht er. Habe ich Zeit, mich zu arzten oder nicht? Habe ich eine Nade? Habe ich. Dahin. Da ist er. Ich glaube, ich habe ihn noch getroffen. Ah, ich wusste nicht, ob er auf meiner Seite ist oder noch drüben. Gülle, echt. Scheiße. Ah, es ist spannend gewesen, aber... M995. Oh, hat der mich scheiße dann getroffen, oder? Ich habe locker 4-5 Hits bekommen, da dachte ich, ich werde melden. Zu spät. Ich glaube, das war kein Hacker. Nur wegen dem grauen Account wieder, ne? Der hat nicht einen Premium-Account, der muss hacken. Glaub mir, wäre das ein Hacker, wäre ich schon viel eher tot. Ich habe da meine Erfahrungen gemacht. Das ist ein Billig-Account, melde ihn. Ah. Ah, jetzt ist noch 22 Uhr, jetzt gehe ich rüber. Mal gucken hier, ob ich es überhaupt up to date habe. So. Groß sind immer Hacker. Ja. Hogwarts Legacy, da ist es. Gut. Scheiß drauf, wir switchen. So, wir gehen da rein. Zack, 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 zack. Gut, machen wir hier dicht. So, ja gut, Tarkov war heute mehr oder minder. Ich habe, glaube ich, ganz gut Kohle gemacht, sagen wir mal so viel. Ich glaube, ich habe heute ganz gut Kohle gemacht. Gefühlt habe ich heute ganz gut Kohle gemacht. So, wir gehen in Hogwarts rein. Deine versicherten Sachen noch holen bei EFC.
Meiner, ja. Die Sachen, die ich nicht abhole, sind meistens Masken und so. Das kann er behalten. Drecksprapor, meiner Herr. Oh. Den wollte ich haben, genau. Ja, wir gehen rein. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob mein Controller überhaupt noch aufgeladen ist hier, Kekwe. Aha. Mucke aus. Oh, der wird noch ein bisschen reingedaddelt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich bin in der Stadt. In der ersten Stadt. Hab da gegen diesen dicken Goblin gekämpft, oder was? Jetzt muss ich auch mal eben gucken, ob das hier überhaupt alles passt. Ja, na klar. Wir gehen noch ein bisschen rein. Wingardium Leviosa, Junge. Wir gehen noch rein. Expecto Patronum. Natürlich, natürlich. Den Zauberstab hole ich raus. Da sind wir. Rein. Wir sind Slytherin beigetreten. Das weiß ich noch. Jetzt muss ich mal eben wieder gucken, ob ich hier... Ist das alles soweit fein? Ja, wir gehen rein. Wir gehen rein. Jetzt haben wir es 22 Uhr, eine gute Stunde noch. Gute Stunde, anderthalb oder so und dann... Okay. Melde dich bei Professor Hickert. Jetzt muss ich mir überlegen, ich hatte den Golem besiegt, hab neue Zauber bekommen. Akio zum Entwaffnen, glaube ich. Lumos. Ich habe Licht. Jetzt muss ich mal eben gucken, passt das hier so? Sieht irgendwie scheiße aus. Na, warte mal, ich mach mal das da unten. Mach das jetzt mal eben kurz fertig. Für Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Saven. Und zwar mein Bild ein bisschen weiter hoch. Ne, wobei ich wollte hier hin, ne? Hier so hin. Oder dahin. Und dann mache ich diesen Kladderadatsch da drunter. Werde ich es. Sieht man wenigstens alles. Geil, doch. Gucken, passt das? Ein kurz erster Test hier. Zack, zack. So ist auch ganz fein, oder? Ich glaube, so ist geil. Ja. Genau, Lumos, was hatte ich noch? Levioso zum Sachen fliegen lassen. Und reparieren hatte ich, genau. Reparieren, Sachen reparieren. Okay. Dann gucken wir doch nochmal. Ich hatte Quest. Das Spiel ist unendlich groß. Ich habe so Angst vor diesem Game. Ich habe so Angst vor diesem Game, sage ich, wie es ist. Hogsmeade, da war ich. Und jetzt bin ich wieder in Hogwarts. Ich habe die Main-Story-Quest soweit schon ausgewählt. Dann kann ich jetzt einfach aussagen. Ach so. Zack. Dann gehen wir da mal hin. Da ist doch irgendwas, was hier fliegt, oder? Revelio. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt. Okay. Was ist das denn jetzt hier für ein geiler Scheiß, wo ich langrennen muss? Das ist doch neu, oder? Oder ist das, weil das Main Story ist? Wir müssen auf jeden Fall alle Nebenquests machen, das ist Pflicht. Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. So, warte mal. Reparo.
Nee, Quatsch. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Was ist mit dir? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Ruhig, Mädchen. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Das ist die heulende Myrte, oder? Ich lasse mich eigentlich nicht gern mit Gestank einsprühen. Nur wenn du verlierst, was mir nie passiert. Oder zumindest nicht oft. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Oh, Überraschung, ey. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Hätte ich auch gemacht. Wobei es halt nicht so geil, was sie gemacht hat, ne? Klingt für mich so, als hätten sie auf deine Tat ganz angemessen reagiert. So sind eben die Regeln. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Och, armes Mädchen, ne? Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Ja, true. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Natti hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Uff. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Ganz allein? Uff. Die ist ganz schön mad. Okay. So. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, solltest du, aber erstmal wollten wir doch... An hohen Orten? Ach da. Da ist ja einer. Akio. Kann ich den irgendwie nehmen? Warte mal. Das wäre ja schon mal der Erste, oder? Reparo doch nicht, du Jochen. Ich krieg den nicht. Lumos. Akio. Levioso. Bring ihn jetzt runter, da. Akio. Ah. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Die Koboldsteine. Muss ich das jetzt erst machen? Was ist hier geschehen? Hier können wir Reparo machen, oder? Reparo. Sehr gut. Das ist nämlich auch eine Quest, glaube ich. Oh, die ist traurig. Okay, also sie will einfach nur, dass ich ihr die Steine zurückhole. Das heißt, ich muss jetzt hier durch die Bude jieten und hier ihr die Steine wiederholen. Wehe, das gibt nicht ordentlich XP. Dann gibt es hier gleich Expecto Patronums, wirklich. Boah, wo ist er? Wo ist die Korgel? Revelio. Da ist auf jeden Fall noch eine Seite, die ich mir gerne gönnen würde. Akio. Revelio. Angeblich ist hier irgendwo was. Wahrscheinlich noch da oben. Da oben. Aha. Ja, dann kommen wir hierher da. Akio. Geil. Und die Seite auch direkt. Gibt's nämlich schön XP. Geil. Und jetzt nach oben.
Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Zenobias Steine, noch weiter oben. Oh, das ist aber ganz weit oben. Na gut. Rektum Lungus. Sollte eigentlich schon ein bisschen suspekt sein, wenn da einfach eine Leiter runterkommt. Das ist so bestimmt irgendeine Scheiße hier. Revelio. Aha. Was war da denn? Dieses Standmodell einer Hand soll Schülern bei der Praxis des Handlesens helfen. Oh. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird nur 14 Tagen sterben. Upsay. Hier ist eine Kiste, die plündern wir. Einen schönen Schal gefunden. Was haben wir hier noch? Nix. Als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unseren angesehenen Lehrerkollegen. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ist das hier das von der Rektorin? Revelio. Ist sie nicht mehr. Aber geiler Raum. Okay. Aber die Kugel habe ich immer noch nicht, ne? Die ich eigentlich hier haben wollte. Weil die ist unter mir, okay. Dann ab nach unten. Irgendwo muss hier noch. Ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Irgendwo muss sie. Da ist sie doch. Guck mal, gar nicht so schwer. Easy. So. Was haben Sie jetzt vor? Ortstein habe ich auch schon. Nee, falsche Straße. Ich muss runter. Hier wieder runter. Okay. Ganzen Gryffindors hier. Komm, hau ab, Junge. Genau, mach mal hier die Tür auf. Da, irgendwo da hinten, okay. Oh, hier ist aber dunkel. Was war hier nochmal? Warte mal. Ah. Was bringen mir die Dinger? Wird mich mal wirklich, raff ich nämlich schon wieder überhaupt nicht. Mir wird immer irgendwas angezeigt. Das verschwindet dann, wenn das Licht weg ist. Raff ich noch nicht so ganz. Okay. Diese Schule ist so verdammt groß. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Sind die doch bestimmt wieder. Da ist was. Akio. Easy. Ich finde hier alles. Was ist das hier? Reparo. Wieso leuchtet die? Accio. Levioso. Oh. Handbuchseite hatte der. Okay. Oh, hier ist das Ding. Mit der Treppe. Aus dem Film. Naja. Oh Gott. Close one. Oh, hier rein. Oh, nee, bitte kein Mathe jetzt. Wie jetzt was? 23, 15... Okay, hold on. Warte mal, das muss ich eben verstehen. Das kann jetzt dauern. Du Scheiße. Ich muss da noch gar nicht rein. Scheiß drauf, vielleicht geht das noch gar nicht. Scheiß drauf, mach ich später.
Das geht halt nicht so einfach. Revelio. Hier haben wir nochmal einen Bordstein. Gut. Gut. Wo, wo, wo? Irgendwo blinkt's hier. Ich sehe wieder nicht wo, ne? Komm. Leck's mir am Arsch. Geh hin und löse die Aufgabe. Wir sehen, wie du da brichst. Ich glaube, ich kann das noch nicht. Oh, guck mal hier. Rebellion. Tito, was machst du denn hier? Guck mal. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Mensch, du. Du hast aber nachgelassen, mein Lieber. So, nochmal Portstein. Okay, irgendwo hier muss noch... Da ist noch die Kugel, guck mal. Akio. Diese Rätsel werden mich wirklich brechen, ne? Ich bin nämlich dumm. Wieder mal auf Abenteuertour? So. Revelio. Guck mal, hier ist schon mal wieder eine Seite. Trophäenraum, da bin ich gerade. In diesem Raum befinden sich der Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Dings und etwas angestellt und das Silber polieren müssen, okay. Okay. Da ist noch was. Hogwarts Preis für Kräuterkunde. Den werde ich auch eines Tages besitzen. Junge, was für ein Pokal. Geil. Ganz geil. Wo klingelt's hier noch? Warte mal, warte mal. Da. Da. Schatulle des Feuerkettes. Den kennen wir auch aus den Filmen. Der Feuerkelch ruht in dieser uralten, mit Juwelen verifizierten Truhe. Er fungiert seit der Gründung des Trimagischen Turniers. Im späteten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl des Champions für das Turnier. Okay, gönn. XP nehmen wir mit. Crazy shit. Geziemende Schuluniform mit Pullover. Da kommen wir noch nicht hin. Ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Okay, irgendwo hier muss noch ein Stein sein. Wie so aussieht es hier. Ist hier irgendwo noch ein Stein? Da oben blitzt was. Verwandlung ist mir schon immer leicht gefallen. Manche dafür besser geeignet ups. Sind als andere. Warum blinkt das? Sag mal. Levioso. Accio. Repar. Menschliche Verwandlung. Revelio. Charlotte Morrison musste letztes Jahr in den Krankenflügel. Sie wurde ihre Fuchs. Irgendwo hier. Da! Levioso. Ach Quatsch. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Easy. Mal eben easy eine Nebenquest gemacht. Ich frage mich, welches Tier ich als Animagus wäre. Ich wäre gern eine Katze. Oder ein Irrumpent. Ja. So, dann porte ich mich jetzt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Revelio. Ist hier sonst noch irgendwie was? Immer wenn das blinkt, dann müsste hier eigentlich irgendwo noch was sein. Habe ich gelernt. Ah, guck mal. Trollrüstung. Diese ungewöhnliche wurde für einen Troll gefertigt. Dass sie erhalten geblieben, grenzt an ein Wunder, denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung. Okay. Wild, da hinten ist noch eine Truhe. Nehmen wir auch noch mit. Gut. Gut, gut. Dann versuche ich das jetzt mal mit dem Porten. Und zwar muss ich wieder zu ihr unten hin. Dahin und dann, ja, wie sehe ich denn, was nah an ihr dran ist? Da, der hier, wa? Reisen mit X. Ach, keine Ahnung, ob das jetzt näher dran ist. Muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Questverfolgung. Genau, hierhin den Wegpunkt.
Auftrag verfolgen. Nee, Quatsch, ich wollte die Nebenquest machen. Halt, halt, halt. Wie geht denn das jetzt hier? Warte mal eben. Ich wollte eigentlich die Quest machen, die ich jetzt gerade fertig hatte. Egal. Ich glaube, die ist das. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Da ist sie. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Wie sie? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Können die mächtig sein, Koboldsteine? Vertraue niemals Kobolden, deswegen gebe ich sie ab, glaube ich. Oder bin ich Asshole 9000? Nein, ich werde sie behalten. Das wird dir eine Lehre sein, herumzustänkern. Was? Du willst meine wertvolle Sammlung behalten? Was jetzt? Schwierig, schwierig. Die rennt bestimmt heulend weg. Jetzt hindurch. Ja, immerhin habe ich sie gefunden. Ich wusste es. Du bist so schlimm wie alle anderen. Ich hasse diese Schule. Upsi. Es würde euch noch leid tun, wenn ich mehr Zaubersprüche kenne. Jede Menge Koboldsteine, okay. Ah, das war die erste von dreien. Nebenquests, die ich machen muss, okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder Main Story spielen, beziehungsweise, warte mal. Also, was ist das denn? Okay, ja, die ist mad auf mich. Ach, das sind die Bereiche nur, das sind gar nicht die Quests. Aufträge, dahin muss ich, okay. Hickards Aufgabe, melde dich bei Professor Hickard. Du musst den Feuermachtzauber erlernen, um mit dieser Geschichte fortzufahren. Das ist Main Story hier anscheinend mit dem Gate. Geheimnis, finde den zweiten Orientierungsbuch von Artus Schatzkarte gekreuzt. Das mache ich jetzt erstmal, das hier. Und F auf der Karte finden. Da ist er. Nee. Ich verfolge den ja jetzt schon, ne? Ja, okay. Dann gehen wir back. So, irgendwie muss das hier unten sein, oder was? Hier irgendwie, ne? Unten noch. Unten und draußen, wie es aussieht. Irgendwo hier. Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Gut. Okay, laut Artus sollte ich, sobald ich den Innenhof verlasse, nach einer Treppe suchen, die nach oben führt. Ist alles in Ordnung? Ja. Er fragt immer, ob alles in Ordnung ist bei allen. Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Ne. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, Mole. Um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss.
Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Gimme? Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du... Ist ja ein Gryffindor, das kann nichts werden. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Sind das diese Schlüssel, die man unter Wasser halten muss? Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Das ist eine Nebenquest, die ziehen wir jetzt mal vor. Die mache ich jetzt erstmal. Bin ich fein mit. Mache ich jetzt erstmal die Quest. Auch wenn ich fast nah dran war, aber ist egal. Ich muss auch gleich nochmal mein Gear betrachten. Muss ich denn hier ganz hin immer? Muss mir wirklich diese Port-Funktion schon mal ein bisschen merken. Junge, Junge, dieses Schloss ist so groß. Ich bin gleich da. Da. Wo zur Hölle bin ich hier? Oh. Revelio. Guck mal, was kann ich hier machen mit dem Ding? Auch wieder wahrscheinlich. Nee. Jawoll. Sammle Handbuchseiten. In Hogwarts habe ich doch eigentlich mehrere schon. Revelio. Okay, ab nach oben. Bin ich hier am Arsch der Heide, wirklich. Wandteppich von Barnabas, der Bekloppte. Statt den törichten Versuch des Zauberers Barnabas, der Kontrolle für das Ballett auszubilden, und stellt sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. So, ja. Noch ganz viele Titos, guck mal. Schön. Kommt man auf so einen Scheiß? Revelio. Okay. Was hier denn noch? Oh. Astronomieturm. Ah ja, okay. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Bleib ruhig. Muss ich hier nach... Da ist ein Key. Also was, den gönne ich. Akio. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Wie jetzt und wegen Akio? Wo ist er? Wo ist er? Ah! Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Oh nein, Rätsel. Was ist das denn? Kann ich den irgendwie beeinflussen? Ah. Er zeichnet kurz seinen Weg vor, oder? Och, da war ich zu langsam. Ja, der fliegt aber random. Ich kann das nicht lenken. Der fliegt random und... Ich muss sehr schnell reagieren. Ruhe. Ruhe. Ja.
Oh, Junge, Reflexe wie so ein. Wie so eine Salamander-Zander. Oh, Junge, ey, es ist so schwer. Ich hasse solche Spiele, ne? Egal, wird geil. Wieso, weil. Ich schreibe mit dem daedalischen Schrift, kann eine Marke mit dem Abzeichen meines Hauses zum Vorschein. Das sollte ich Nelly zeigen. Ja, du musst es. Geil. Revelio. Verstehe. Jetzt habe ich es natürlich direkt verstanden. So, wir gehen los. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Ja, hallo. Ich gehe runter. Die andere Quest ist eh unten, okay. Ich sowas hasse, ne? Mit Rätseln und alles und schnellen Geschick und... Oh. Junge. Verschwindibus von Twitchus. Du bist weg, oder was? Mein Lieber, willst du pennen, oder was? Ist zu spät, ne? Muss man früh raus, richtig hasseln. Komm, laber nicht. Revelio. So, dann gehen wir die Quest jetzt mal abgeben, dass wir mal ein paar Quests fertig kriegen. Alter, was ein Gerenne hier in der Schule, ne? Kann ich mir wahrscheinlich sparen, wenn ich einfach das Portsystem nehmen würde. Egal, mache ich demnächst. Hogwarts ist schon groß. So, dann gehen wir mal bei ihr ab hier und das gebe ich ja auch nicht ab, ist doch klar. Hallo Nelly, ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig, was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen du, aus. Du, wegen fehlender Mordzahlung. Ich möchte, das öffnet Haustruhen. Ist alles überwiesen. Ich nenne sie Haustruhen. Ein Buchhalter. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. Hat das alles richtig gemacht, keinerlei Probleme. Welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ist nur von den Vormonaten noch gegengebucht, deswegen gibt es keine Auszahlung. Also, vielleicht nächsten Monat dann, ne? Wir werden sehen, ne? Ich sollte das erledigen und die Slytherin Haus. Habe ich ja schon was zugesagt, ne? Für also 1000 Viewer, ja? Sind 1000 Cent. Ja. Du bringst 1000 Viewer hierher und die gucken einen Monat lang, dann kriegst du von mir 1000 Cent. Keine Probleme. Das ist nämlich Modwork. Ich sitze hier und zock den ganzen Tag, meinetwegen. Ja, und ihr bringt die Viewer ran. Keinerlei Probleme. So, wir gehen hoch. Wohin muss ich? Lege die Hausmarke in deine Haustruhe. Ah, verstehe. Damit kann ich irgendwann mal die Truhe öffnen bei mir in der Bude. In Slytherin-Haus. Ich bin ja ein Slytherin. Oh, Alter, guck dir das an. Das ist so insane. So groß, ne? Ist viel zu groß, sag ich dir, wie sie ist. Da auch noch. Das ist... Bin ich schon überwältigt von der einfachen Größe hier, wirklich. So groß. So, ist das meine... Oh. Akio. Keine Ahnung, wie man die öffnen kann irgendwann. Aber erstmal Slytherin Haus. Zack, und meine hier. Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche nur noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Ja. Wie viel sind das? 20? Ja. Ach, 16. Noch Platz für weitere Marken. Ich sollte nach weiteren daedalischen Schlüsseln in Hogwarts suchen. Okay, das heißt, jedes Mal, wenn ich einen finde, gibt es da wahrscheinlich ein Rätsel und irgendwann haue ich die alle hier rein und dann gibt es den Nimbus 70.000 oder was. Was haben Sie jetzt vor? Okay. Gut, aber das ist so eine Quest, die mache ich jetzt nicht. Die mache ich ja wahrscheinlich eher so nebenbei. Das heißt, wir gehen nochmal auf Aufträge. Dann finde die restlichen, das ist ja so eine Dauerquest, wa? Dritten Orientierungspunkt. Die Schlüssel. Über den geheimen Duellierclub sprechen. Sprich mit Luca und Brattleby. Ich muss ja noch eine Nebenquest machen. Die würde ich jetzt ehrlich gesagt erstmal durchziehen. Oder die Lagerquest, weil die habe ich ja schon fast durch. Mache ich die erstmal. Auf der Karte finden. Y.
Ah, jetzt gibt er mir auch da in der Nähe dann die Port-Dinger. Hier habe ich ja einige noch gar nicht. Okay. Gehe ich jetzt da ein. Ich glaube, so langsam habe ich es raus. Okay. Hallo. Ja, guten Tag. Kobalt-Artefakte. Ach, die habe ich im Dings schon alle geholt, meine ich. Naja, hier gibt es noch richtig viel XP für mich. Randflächen, das sind alles so kleine Story-Elemente, die ich noch nicht entdeckt hatte. Hier oben gibt es irgendwie Truhen und so. Das hatte ich mal im ersten Testgame, habe ich das gesehen. Ja, Truhe, die nehmen wir mit. Kohle. Ist auch noch eine Augentruhe. Die kriege ich natürlich noch nicht auf. Der Froschchor. Okay. Aber irgendwo war hier noch was. Da ist eine Truhe. Schloss auf Stufe. Akio. Habe ich noch nicht gelernt, wie man die öffnen kann. Was ist das hier? Junge, ich bin ein echter Magier. Warum bin ich so gut in dem Game? Akio. Das war schon wieder ein Rätsel, oder? Ich kann das so nicht. Levioso. Warum kann ich das alles hochheben? Mathe-Stunde ist da. Ah, warte mal. Komm mal her. Levioso. Kann ich den denn tragen? Akio. Da oben hin, bitte. Kann ich... Kann ich... Das ist schon wieder Big Brain Game, wirklich. Ich will diese Klingel da oben hin haben. Kann ich das Ding denn lenken? Das habe ich noch nicht so raus, muss ich sagen. Wo denn da hin? Da oben. Akio. Du sollst da hochschweben, Junge. Warte mal, kriege ich das mit Tastatur und Maus viel besser hin? Drückt halten? Nö. Bin ich zu dumm. Habe ich noch andere Zauber, die mir da irgendwie... Ich verstehe noch nicht, wie ich die... Ah. So, du? Die erste wäre geschafft. Was die erste wäre? Wie bitte? Wo ist sie denn jetzt? Ach, die ist da angebaut. Nee, hä? Reparo.
Levioso. Akio. Okay, raff ich nicht. Komme ich wahrscheinlich später. Ich bin wahrscheinlich hier viel zu weit, ne? Wo bin ich überhaupt? Warum bin ich hier überhaupt? Du Scheiße, wo bin ich hier denn? Och, du meine Güte, was ist das für ein Key hier? Oh, die kann ich öffnen. Junge, ich muss nachher Gear-Check machen. Ich kriege hier so Big Brain Gear. So. Heil rosa Wirbel. Hier ist auch noch was. Natürliches Terrain. Moment mal, ich will zurück. Genau, schick mich mal eben zurück. Was für eine Scheiße. Mein Kopf platzt gleich, Junge. Das ist ja komplett schwer. Ich weiß nicht, was ich tue hier. Aber die olle Glocke habe ich da jetzt nicht reingekriegt. Also natürlich ein Tilter. Ist hier runtergefallen? Kriege ich immer noch nicht auf. Gut, muss ich später nochmal schauen. Das ist ja bizarr. Revelio. Da brauchst du ja mega dickes Brain. Sorry, damit kann ich nicht dienen. Wo geht's denn hier noch hin? Guck mal. Hier ist so ein... Das heißt, hier ist wahrscheinlich wieder so ein Ding in der Nähe. Die ist richtig am Abtrommeln. Warte mal, ich will meine Cam lieber... Warte mal kurz. Mich mal da unten hin. So ist doch geil. Und... Das... Knallen wir mal da so drüber. Und zwar genau da drüber. So. So ist doch besser. Ja, das heißt, was kein Schlossblatt. Revelio. Krass, hier ist so ein Ding. Nein, dann weiß ich, glaube ich, was los ist. Ich muss nochmal hoch. Weißt du, ich muss da nochmal hoch wegen der Glocke. Scheiße, ich muss da nochmal hoch. Ich muss das Glockenrätsel besiegen. Warte mal. Hier stimmt noch was nicht. Akio. Levioso. Oh. Revelio. Kann ich das vielleicht reparieren einfach? Reparo. Nee. Da ist, ach, da oben ist die Glocke, guck mal. Ganz oben. Wo ist der jetzt ganz nach oben? Hä? Super, so hoch komme ich gar nicht. Warte mal, wo ist sie? Da ist doch keine Glocke. Oh Junge, bin ich lost. Okay, das war nicht die Glocke. Das war dieser Turm von diesem Boy. Auch da war das. Da ist sie. Da ist sie. Warte, 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 warte. Kurz Ruhe. Levioso.
Akio. Okay. Kommt er jetzt mit? Ich kann ihn immer wieder zu mir rufen, oder was? Ah, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Jetzt fehlt das Ding. Du? Warum kann ich dem nicht sagen, wohin? Das macht mich komplett kaputt. Levioso! Achso, kann ich dem jetzt sagen? Dahin? Levioso! Wie kann ich ihn lenken? Muss ich Akio gedrückt halten? Nee. Okay, ich bin zu dumm. Ich bin leider zu dumm. Warte mal. Das kann doch nicht richtig sein. Ganz ehrlich. Revelio. Du musst hier in die Fassung rein. Levioso. Akio. Du da oben hin. Levioso. Revelio. Kann ich das Ding denn... Nee. Ich dachte, ich könnte die Sachen lenken mit halten und hinschieben. Geht irgendwie nicht. Ich kann den... Levioso. Ah, warte mal. Das ist nervig dumm. Also das Ding schwebt. Ich probiere es jetzt nochmal mit Maus und Tastatur. Oh, ist das nervig. Levioso. Revelio. Revelio. Ich werd dumm. Hallo. Warte mal, kann ich den vielleicht, wenn ich den da so... Ah, jetzt... Warte mal, hä? Levioso. Lumos. Okay, ich muss mir meine Zauber nochmal eben kurz durchlesen. Was können die denn überhaupt? Nützlich sowohl zum Lösen als auch zum Überraschen von Gegnern. Das lässt die einfach nur schweben. Die Pulso kickt die nach hinten. Wir sollen Gegner herbei, bestimmte magische und schwere Objekte. Ah. Akio, den brauche ich. Den brauche ich wahrscheinlich dafür. Guck mal, ich mache immer den falschen Spell wahrscheinlich. Ingnadium Gedosa, damit kannst du sie bewegen. Ingnadium die Dose, Gedose. Also du musst wirklich mal ganz dringend mal das Buch lesen. Akio. Guck mal. Okay, und jetzt gehst du bitte... Und geh da oben hin. Ich kann aber nicht sagen hoch und runter.
Das triggert mich. Ups. Vielen Dank. Das ist auch ganz gut gewesen, aber ich glaube, das kann ich jetzt vergessen. Revelio. Wo ist das Ding jetzt? Scheiße, Mann. Ja, schade. Wo ist das Ding jetzt hingefallen? So eine Pisse hier. Scheiße, ey. Ja, siehst du, und das ist das Problem. Dieses Spiel dauert sowieso schon 900 Stunden und Thorsten hängt hier und braucht ein Jahr, um eine Glocke irgendwo zu befestigen, Junge. Ah, sie ist wieder da oben. Guck mal, okay. Vielleicht muss ich die auch wirklich nur von da oben runterlenken. Dass ich sage, ich stehe hier unten. Komm erstmal her nochmal. So. Akio. So, und du jetzt da oben rein. Muss ich da jetzt irgendwie... Hast du jetzt hingekriegt? Nö. Nö. Revelio. Akio. Jo, wie kann ich es denn jetzt hochfliegen lassen, sozusagen? Warte mal. Ich muss es tatsächlich gedrückt halten, okay. So, dich habe ich. Jetzt hochfliegen. Wie kann ich es denn hoch? Geht gar nicht. Ich kann es nicht hoch oder runter machen. Das geht nicht. Muss ich die Spells dafür leveln? Wahrscheinlich, ne? Warte mal, wenn ich jetzt mal so gehe. Einfach die auswählen und durch deine Bewegung kannst du sie hinstellen. Nee, du musst die einfach die auswählen und durch deine... Mach's nochmal mit Dings, warte mal. Ich werde ja dumm hier. Und oben nach unten bringen, fang von vorne an. Also sie muss sozusagen da oben sein. Okay. Von vorne an. Ich werde dumm, wirklich. Aber ich lasse den jetzt mal linked. Ich gehe jetzt mal hoch. Das kann nicht so kompliziert sein, Scheiße hier. wir machen das jetzt folgendermaßen. Und zwar, also was definitiv der Fall ist bei mir, ich komme nicht klar mit der Sache. Revelio. Mit dem Controller bei solchen Sachen. Das geht schon mal überhaupt nicht. Wo ist denn jetzt die Glocke? Ich muss nochmal runter. So funktioniert das nicht. Schau PN im Discord. Glockenturmlösung. Wieso kann der das Ding dann so easy hoch und runter machen? Ach, warte, ich kann nicht so. Oder was? Wieso kann der das Ding dann relativ gut lenken?
er denn für einen Streberschüler da gemacht? Oh je. Oh mein Gott, ist das schwer. Das geht irgendwie bei mir nicht. Ich kann den nicht so gut lenken. Okay, aber danke schon mal. Ich muss jetzt noch mal eben... Nee, warte mal, das Video. Jetzt ist die Kugel hier, guck mal. Das ist auch richtiger Scheiß. Das Video mal eben beenden. So. Akio. Guck mal, ich kann das Ding gar nicht schweben lassen, wie die. Habe ich den Spell vielleicht noch nicht richtig oder so? Ah, okay. Umständlich, aber... Ich muss das auch irgendwie fliegen lassen können, so wie der das macht. Egal, wir machen das jetzt, versuchen das jetzt. Na. Ach da. Da schwebt es, okay. Wo ist das Ding jetzt? Es klemmt da unten irgendwo. Ich drehe durch. Warum? Ich werde besteuert. Er hat einen anderen Zauber gesagt. Ja, ich habe die deutsche Version. Vielleicht deswegen. Livioso. Ach, warte mal. Das ist doch Livioso. Noch mal ganz kurz. Welchen Zauber macht er denn? Revelio macht er erst, zum gucken, wo das Ding ist. Wingardium Leviosa. Wieso kann er das denn? Ach, warte mal, er hat wahrscheinlich... Bei ihm sieht der Spell ganz anders aus, Wingardium Leviosa. Hat er den verbessert oder so? Der kann das Ding auch total krass lenken und so. Ich hab den Spell gar nicht. Das muss ich jetzt mal eben herausfinden. Talente gibt's auch noch. Okay, vielleicht... Vielleicht kann ich das einfach noch nicht machen. Der kann das Ding richtig lenken. Warte mal. Wo sind denn jetzt nochmal meine Spells? Dein. Der hat den hier, glaube ich. Wingardium Leviosa, siehste. Den macht der. Dann kannst du die Sachen auch lenken. Oh Gott. Okay. GG. Der macht den anderen Spell. Ich habe Levioso und er Wingardium Leviosa. Damit kannst du Sachen dann bewegen. Okay. Ja, kein Wunder. Dann krieg ich das nicht hin. Weil ich kann momentan nur Sachen zu mir rufen oder hochschweben lassen. Das ist alles. Aber nicht lenken. Ah, wenn ein herbeigerufenes Objekt in deiner Nähe ist, wirkst du automatisch Wingardium Leviosa, um es weiter schweben zu lassen und zu steuern. Ja gut, aber ich habe ja kein Wingardium Leviosa, also benutze es nicht.
Gottes Willen. Bester Mod aller Zeiten. Ja, wirklich geholfen, ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Junge, Junge, ich probiere es jetzt nochmal. Akio! Na, ja, siehst du, und da hakt's jetzt, ne? Weil ich den Dingspell nicht hab. Scheiß drauf. Okay. Das tiltet mich hier zu sehr. Ich muss hier weg, aber ganz schnell. Junge, 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 Junge. 10.000 IQ braucht man hier. Ist doch nicht. Okay. So. Ich muss in die Eulerei. Eulerei. So, was mache ich jetzt hier gerade? Sei mal her. Aufträge. Genau, ich wollte den geheimes Lager im Schloss. Das wollte ich machen. Auf der Karte finden, Auftrag nicht länger verfolgen. Finde die restlichen Hausmarken. Quatsch. Das hier will ich machen. Sobald ich den Innenhof verlassen habe, nach einer Treppe suchen, die nach oben führt. Also. Innenhof verlassen habe. Revelio. Das ist meine Handbuchseite. Okay. Das ist alles XP. Nehmen wir alles mit jetzt mal. Das skippe ich jetzt gerade mal, weil ich das schon kenne. Das sind alles nur so Erklärungen zu den verschiedenen Sachen, die hier so ausgestellt sind. So. Da ist noch eine Chest. So, ich gehe jetzt nochmal eben. Tja. Was ist das für ein Schloss? Irgendwie muss ich nach oben. Den Innenhof? Ich muss da mal wieder zurück zum Innenhof. Ich bin irgendwie durcheinander gekommen. Kann ich hier durch? Nee. Ich gehe nochmal eben zurück. Ich muss nochmal eben zurück in den Innenhof. Verfaxe. Okay, sonst habe ich hier alles. Alter, was ist denn hier los? Chill mal. Reparo. Kann ich ihn reparieren? Schade. Wäre geil gewesen, aber war schon klar. Das war schon klar. Der Hunger hat ihn komplett weggeprügelt, ey. Okay, Treppe hoch. Das hier könnte ja schon die... Die erste wäre geschafft. Die erste wäre geschafft. Der meint jetzt wahrscheinlich die Glocken. Ah, hier, guck mal. Die Treppe sieht vielversprechend aus. Ja, hier muss ich hoch, okay. Die erste wäre geschafft. Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? Ist das ein Pfeil nach unten? Pfeil nach unten ist das. Da! Oh nein, nicht schon wieder das Ding. Großartig. Oh, Junge. Hast du das gesehen? Und wieder eine Hausmarke. Oh, das war ein First Try. Was war das denn? Was bin ich denn für ein guter Boy? Okay, und hier ist auch noch irgendwas. Rebellion. Du verschweigst mir doch irgendwas. Akio. Livioso. Hier vielleicht. Ach, das Bild. Lumos.
Akio. Okay. Levioso. Akio. Oh, 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 oh. In dem Porträt war eine Tür versteckt. Junge. Jo, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's gelöst. Guck mal, wie gut der Spieler ich bin. Revelio. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? Alter. Okay. Aber da haben sie dir auch keinen Hinweis gegeben, ne? Nur das Bild und irgendwas muss mit dem Bild sein. Also hier muss man wirklich nochmal denken. Das ist mal was ganz anderes als diese Drecksshooter den ganzen Tag. Lumos. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden, warum das hier so ist. Was? Okay. So. Halbes Stündchen machen wir noch. Halb zwölf ist Schluss. Nicht Karte. Karte will ich gar nicht unbedingt, sondern ich will Aufträge wissen. Kehre zu Arthur. Genau, wir gehen zurück zu ihm und geben die Quest ab. Geil. So, und bevor ich da hingehe, gucke ich mal eben, was ich jetzt für Gear gefunden habe. Genau. Ausrüstung. Gucken wir mal, haben wir bessere Handschuhe? Nein, sind immer noch die besten. Mütze? Habe ich eine epische. Plus 13 Verteidigung, Alter. So, was ist das? Warte mal. Okay, das ist komplett krank. Dann ziehe ich das Ding an. Keine Eigenschaft ausgewählt. Das kommt alles noch. Ne? Ich bin so noch am Anfang. Das ist insane. Ich ziehe das Ding aber an, aber will es gleich morgen. Warte mal, wie war das? Weil das sieht ja scheiße aus, die Mütze. Sieht aus wie so ein Bot. Gar keine, oder? Brauche ich so eine schlaue Harry Potter Brille? Sieht das kacke aus, oder? Ja, wir ziehen mal gar keinen an. Aber equipped habe ich die dann? Kopf? Habe ich schon was für einen Kopf? Noch gar nichts. Ein Hals hatte ich 9. Meiner jetzt gibt 8 offensiv. 7 offensiv. Warte mal. Aber wieso ist der blau? Da kann ich später eine Eigenschaft drauf craften. Gut, dann ziehe ich das aber jetzt noch nicht an. Umhänge habe ich ein paar neue. Der hat 7 Offensive, 9. 5, die kann ich alle mal verkaufen wahrscheinlich. Zieh ich den an. Oh Junge, wie einer hier von... Hier auf dem Boot da. Spielt auf dem Boot. Zieh ich das Ding an. Und will aber da noch das Design ändern, weil ich sehe ja aus wie ein... Wir wollen ja unsere Tracht anbehalten. Wir wollen unsere Slytherin-Tracht tragen, mit Stolz. Schön in Schuluniform, okay, das lassen wir so. Und jetzt noch das Outfit. Ein episches. Wann habe ich das denn gefunden? Der hat 0, die Uniform. Geziemender Schul... Ach, den hatte ich vorhin gefunden. Verteidigung 11. Geil, oh Mann. Den ziehe ich natürlich an. Sieht sogar ganz fein aus, weil er hat noch den... Sieht ein bisschen reicher aus, ne? Wie so ein reicher Schüler. Finde ich ganz geil. Lassen wir so? Lassen wir so. Junge, wie ich aussehe. Insane. Zauberstabgriffe. Hatte vorhin... Ach, guck mal, dann hast du unten den... Okay, nein, das ist... Nicht so schön, wir lassen's. Unser Zauberstab hier. Aus, was hatte ich noch gewählt? Akazie oder so? Oder Douglasie? Ach, da stand's doch. Warte mal.
Ebenholz, Drachenherzfaser, Flexibilität H, 14 Zoll. Das Ding wird crazy gehen. Okay, Equipment fertig. Inventar, warte mal. Ich habe eine kleine magische Kugel aus Zenobia Samu. Sie verspritzt eine Folie, wenn einen Punkt verliert. Auszeichnung für Vorzüge, eine Auszeichnung für Vorzüge in Kräuterkunde. Schau mal her, wie sieht das aus? Auf dem Gebiet der Kräuter verleiht Hogwarts diese besondere an Mirabelle, Garlic, Hufflepuff im siebten Jahr. Jo, hau rein, Tito, ne? Gute Nacht hier. Danke, dass du da warst. Schönen Abend wünsche ich dir. Tschüss, tschüss. Gute Nacht. Ressourcen. Flor, Fliegen, Mondstein. Ach du Scheiße. Hab ich den da so abgekappt? Warte mal, das mache ich jetzt. Fertig. So ist, glaube ich, ganz geil, ne? Okay. Ah, was für ein bezauberndes Game. Ich habe erst 5%. Oh Gott. Was kommt da noch? Das ist ja komplett crazy, Mann. Ich sag euch, wie es ist. Das wird insane lange dauern hier. Das ist insane. Das wird übel. Das wird so übel. Merlin, hilf uns, wenn er nächstes Jahr hier anfängt. Ich würde gerne Eulen verschicken. Aber an wen denn nur? Gut, dass die Eulerei vom Rest der Schule getrennt ist. Dort stinkt das ganz schön. Gut, gehen wir Quest abgeben. Revelio. Also mir gefällt das mit Controller natürlich besser, keine Frage. Aber es ist echt umständlich. Da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Cool, das kenne ich, den Arm da oben. Oh, hold on. Den gönnen wir uns. Da gehe ich mal eben hinterher. Wo ist er hin? Nach oben? Ich sage ja immer, Reisen herbei. Wenn wir nach oben gehen, oder? Lumos. Wo ist denn der Schlüssel? Revelio. Ich höre ihn doch die ganze Zeit flattern. Nee, ist doch falsch hier, oder? Wo bin ich denn jetzt hier? Wieder noch ein Wing? Trinken. Ist das krank hier, wirklich? Ich sehe den Schlüssel irgendwie nicht mehr. Ich glaube, der ist hier ein bisschen unter mir. Ja, der gammelt noch da unten. Da bei den Boys chillt er. Oder? Revelio.
Hör denn doch. Alter, ich komme noch so überhaupt nicht klar. Tut mir leid, nochmal bitte. Easy, noch eine Hausmarke mitgenommen. Hier ist Team Slytherin hier. Was hat er denn da an? Blauen. Er ist Sucher, glaube ich, oder? Von irgendwas? Egal. Quest. Wir wollen abgeben. Ich muss mir jetzt mit dem Portal mal in Ruhe angucken. Bis dahin laufe ich jetzt einfach immer noch. Scheiß drauf. Kleinen Moment nochmal. Moment so. Oh, warum bin ich denn jetzt so dunkel? Well done. Das macht er manchmal einfach gerne. So, zack. Es ist so komisch mit der Cam, wirklich. Egal. Aufgeschissen. So, weiter geht's. Gutes Viertelstündchen machen wir noch. Quest können wir auf jeden Fall noch abgeben. Habe ich heute auch gut was geschafft, würde ich sagen, oder? Na oben. Revelio. Ist hier noch irgendwo was zu holen? Oben ist eine Chest. Wie komme ich denn da hin? Das war doch hier in seinem Klassenraum oben, oder nicht? Sad. Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Darf ich fragen, wie lange Sie schon in Hogwarts unterrichten? Nun, wie lange schon? 7 bewegte Jahre. Die Zeit verfliegt, denn wir haben Spaß. Das finde ich wichtig. Ein wissbegieriger, positiver und zuversichtlicher Geist ist doch stets am offensten. Einige Professoren sehen das sicher anders. Nun ja, jeder hat eben seinen eigenen Stil, nehme ich an. Manche Lehrkräfte glauben, dass harte Arbeit und Hingabe die einzigen Schlüssel zum Erfolg sind. Aber sie vergessen, was diese Dinge beeinflusst. Wer nicht begreift, warum manche Menschen ihre Energie für Koboldsteine aufwenden, ist blind für die enorme Macht des Spiels. Mhm. Unterrichten Sie deshalb auf diese Art? Ganz genau. Ich bemühe mich, die Art Professor zu sein, die ich mir in der Schule gewünscht hätte. Meine Erfahrungen waren nicht so erfreulich. Okay. Vielleicht wären Sie ohne diese Erfahrungen nicht der, der Sie heute sind. Hätte ich Smart. Eine traditionellere Ausbildung erhalten, nun, genug von meiner Schulzeit. Sie sind jetzt hier. Und es wäre schade, wenn Sie das nicht genießen würden. Ich gebe mein Bestes, Professor. Vielen Dank für Ihren Rat. Streber. Nur zu gerne. Schleimer. Versuchen Sie heute etwas Spaß zu haben, ja? Gib mir Schlösser knacken. Ich brauche Schlösser knacken. Please. Rebellion. Komme ich ja da noch nicht hin. Ach, ich lasse mich immer so schnell ablenken, ne? Oh, guck mal, da ist auch noch mal. Da ist auch noch. Da. Akio. Gib mir die Seide. So, was haben wir da? Wie geht es mit deiner Schatzkarte voran? Erstmal plündere ich hier die Truhe. Ah, wie detailverliebt das Spiel wirklich ist. Crazy. So, dann komm her, Bo. Hallo, Arthur.
Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galeonen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Das ist eher nochmal Hufflepuff, ne? Die Ratte ist Hufflepuff, ne? Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Okay, die Quest ist fertig. Das gab auch gut XP. Da ist noch eine Truhe. Enthüllen. Okay, ich versuch's mal wirklich zu verstehen. Das Pferd, die 12-4. Ist 3. Nee. Krieg nicht raus. 3 weiter vielleicht? 4 weiter? 1, 2, 3, 4. Wäre diese Krabbe. Revelio. Es geht doch darum... wie ich das Grundmuster wenigstens verstehen will, aber man steht da echt davor und rafft gar nichts. Wahrscheinlich kann ich das auch noch nicht öffnen. Das ist ja bestimmt irgendwie so Sudoku-Kram oder sowas, oder? Das ist mit Sicherheit irgendwas Sudoku-mäßiges. Ich dreh durch hier. Lumos. Kann ich das Pferd denn hier auswählen? Nee, ne? Mein Gut, ich... Scheiße. Okay, so geht's auch nicht. Wahrscheinlich muss ich die in der... Gut, dafür brauche ich noch ein bisschen. Ich habe ja gar keine Informationen. Reparo. Lumos. Accio. Vivioso. Wenn ich ganz logisch rangehe, habe ich das Einhorn. Junge, mein Hirn glüht. Wie kann das sein? Was ist das? Bin ich so lost, oder? 350035. Das ist mit dem Pferd verschieden. Das Pferd ist auf Position 2. Jetzt von links gesehen. Scheiß drauf. Wird mir hoffentlich irgendwann mal jemand erzählen. Gut. Keine Quest auf der Verfolgung, oder? Aufträge. Incendio will ich haben.
Westlichen Hausmarken, das mache ich nebenbei. Sprich mit Luke und Battleby. Duellier Club. Wir machen erstmal diese Quest für den Zauber. Auftrag verfolgen. Und auf der Karte finden. Können wir Schnellreise hinmachen? Ja. Können wir auf jeden Fall Schnellreise hinmachen. Lass doch mal hier hin. Oh Mann, du. Also das wird noch ein langer Task. 100%. 100%. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Oh, guck mal, bin direkt da. Wie geil. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Mhm. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Bitte? Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Really? Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training in Zauber mit Luke und Brattleby durchführen. Okay, bleib ruhig. Machen wir. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Die weiß davon. Da oben war was. Da geht doch nochmal eben hin. Ist voll die nette Oma, oder nicht? Oh. Schwarzen Hebriden. Ja, genau, das hatte ich auch schon. Ich krieg noch richtig dick XP, wie geil. Okay. Kann ich das schneller wieder hin jeden, oder? Muss dahin. Dafür muss ich dann also in diesen Wing. Ich bin da drüben, oder was? Nee. Das ist mein Wegpunkt. Ich bin hier, oder was? Ah, du. Ja, gut, dann. Nee, da muss ich ja tatsächlich selber hin, wa? Nee, muss ich nicht. Ich habe da nur noch gar keinen Portstein. Da muss ich also wirklich zu Fuß hin? Na egal. Vielleicht komme ich ja dann irgendwann mal klar in dieser Bude. Das heißt, ich kann ja jetzt die beiden Quests zusammen machen. Ne? Jetzt komme ich auch hier hin. Guck mal, okay. Na geil. Oh. Revelio. Heimgesuchte Toiletten. Och, da ist die heulende Myrte drin. Oh, nicht schon wieder. Ihr Praxia-Maul hat mir der Spaten erlaubt, in eben jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Nicht aufhalten, das wollte Rancorous Corp. Eine Falle mit Glocken in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie wie ein Traumklo, oder? Wie geil, Mann. Mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche. Wenn ich mich betrage. Geheim. Einmal im Jahr vorbei. Oder zweimal. Ach, der Spiegel spricht. Boah. Alles chillig. Alles chillig. Oh Gott, was ist das denn? Was ist denn hier? Lumos. Das ist aber schon Augen. Revelio. Handbruchseite wieder, okay. Zu den Hebriden gehören die Heimat. Ach, da hier hat die Oma hier ihren Drachen kaputt gekloppt. Okay. Wo ist denn hier noch was? Da ist eine Truhe.
Da ist noch irgendwas hier hinten. Ich will es hier noch dingeln. Ja. Revelio. Lachlan der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan der Schlachsige dar, einen großen schlanken Zauber, der sehr stolz auf sie scheint. Niemand weiß wofür. Oh, der ist wirklich etwas stolz. So. Gut. 11:30. Ich werde jetzt hier aber an dieser Stelle saven. Mein Hund will auch raus. Das heißt, wir werden morgen hier weitermachen. Und ich save jetzt. Also gut. Wer auch immer noch da ist, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich zock das Spiel 100% durch, wie gesagt, wie versprochen. Auf schwer, das ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Wird wahrscheinlich eine Sache von 100 Jahren. Aber, ja, nützt ja nichts. Da habe ich wenigstens was zu tun, ne? Geil. Freut mich. Also gut, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Follow da. Würde mich freuen. Ich bin, ja, ich versuche jeden Tag, abends, wenn ich Bock habe. Bin da sehr hobbymäßig unterwegs, muss man einfach so sagen. Oft ist auch mal die Arbeit sehr anstrengend, ne? Man kennt's. Aber ich versuche hier abends so ein bisschen hier das Hogwarts durchzuspielen. Ich spiele zwischendurch Tarkov. Und wie gesagt, würde mich freuen, ne, wenn ihr wieder einschaltet. Also, haut rein. Lasst gerne mal ein paar Grüße im Chat da. Wenn ihr da seid, würde mich freuen. Können wir ein bisschen schnacken. Also, haut rein, liebe Leute. Ich bin raus. Tschüss, tschüss.